Ja, servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um LED-Bänder. Und zwar habe ich in den Kommentaren eine Anfrage bekommen, dass ich da mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung machen soll. Und es bietet sich heute wirklich gut an, weil ich gerade dabei bin, an meiner Werkbank, die direkt hinter meinem Bürotisch steht, rumzubasteln. Und da möchte ich auch gern ein LED-Band einbauen, oder besser gesagt nicht das LED-Band, der Trafo und der Mikrocontroller kommen da rein, das LED-Band kommt darüber an die Decke. Da habe ich nämlich einen ziemlich hässlichen Spalt zwischen Decke und Wand und den möchte ich gern mit einer Aluschiene zumachen, wo dann später das LED-Band drin sitzt. Und dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, der hässliche Spalt ist weg. Man sieht das Stromkabel nicht, was ich für den Kabelkanal auf meiner Werkbank da drin verlegt habe, und ich habe da wundervolles Licht da oben. Ich würde sagen, wir steigen direkt nach dem Intro ein. Bis gleich. So, wir legen auch direkt los mit den benötigten Teilen. Alles, was ihr dazu braucht, zumindest die drei essentiellen Dinge: LED-Band, Mikrocontroller und Netzteil, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe auch geschaut, dass es nicht so teuer ist. Also die Teile sind relativ günstig, aber wirklich gut. Das LED-Band ist somit das Wichtigste. Ich meine, darum geht es ja auch. Da habe ich mich für ein BFT Lightning LED-Band entschieden. Klar, wie der WS2812 bedeutet jede einzelne LED von Farbe und Helligkeit und was auch immer einzeln ansteuerbar. Ich habe die 5-Meter-Variante mit 60 LEDs pro Meter. Die ist ein guter Kompromiss zwischen Abstand der LEDs, damit man dann nachher nicht die einzelnen LEDs sieht, und Stromverbrauch. Es gibt noch eine Variante mit 30 LEDs pro Meter. Das macht aber in meinen Augen wirklich Sinn, weil, ja, macht dann eben hässliche Punkte, die man dann sieht, weil der Abstand von LED zu LED schon so groß, dass man das, wenn man es jetzt als indirektes Licht benutzt und zum Beispiel eine Wand anstrahlt, sieht man einfach, dass da verschiedene LEDs sind. Die 144 LEDs pro Meter Variante, die ist natürlich optimal, aber verbraucht natürlich mehr als doppelt so viel Strom, und da bräuchte ich dann einfach ein riesen Netzteil, was dann wieder teuer ist, was ich irgendwie unterbringen muss, möchte ich nicht. 60 LEDs pro Meter, wunderbar. Ja, als zweites brauchen wir ein Netzteil, um das Ganze zu betreiben. Ich habe mich genau wieder für das gleiche entschieden wie damals für hier meinen Schreibtisch. Es ist ein 8 Ampere 40 Watt Netzteil. Ist für einen 5 Meter Streifen mit 60 LEDs pro Meter ein Tick zu schwach, aber das Schöne an der Software, die wir verwenden werden, nämlich WLED, da kann man nämlich den Maximalstrom, das das Netzteil liefern kann, einstellen, und der begrenzt dann automatisch die Helligkeit, damit dann nicht zu viel Strom benötigt wird. Und der Helligkeitsunterschied, der ist so marginal, den nimmt man wirklich kaum wahr. Von daher lieber das Netzteil ein bisschen günstiger mit 8 Ampere, und ich habe im Prinzip das gleiche Ergebnis. Das dritte Teil, was wir benötigen, ist ein Mikrocontroller, der das Ganze auch steuert, der sich dann auch mit unserem WLAN verbindet und eben sich dann auch in IO-Broker einbinden lässt, damit man es auch über Alexa, über seine Hausautomation oder über Siri steuern kann. Da habe ich mich für den ESP8266 entschieden. Und ja, wunderbar, kostet wirklich nicht viel, ist ein Mini-Board, kriegt man überall unter. Wie gesagt, die genauen Daten und die Links dazu sind alle in der Beschreibung. Der Rest besteht eigentlich nur noch aus Kabeln, die man braucht. Und das schauen wir uns dann nachher, wenn es ans Zusammenbauen geht, einfach ein bisschen näher an. Da wird auch jeder einen anderen Weg haben. Ich zeige euch einfach jetzt in dem Fall meinen. Und es geht im Prinzip darum, euch Schritt für Schritt zu erklären, wie man das Teil aufbaut, wie man die Software installiert, bis das halt dann nachher funktioniert. Und ja, das kriegen wir dann hin. Der erste Schritt, so mache ich das immer, ist, dass ich meinen Mikrocontroller vorbereite. Weil ich habe nachher nicht Lust, wenn da alles angelötet ist, wieder an den PC zu gehen und Software aufzuspielen. Deswegen gehe ich immer zuerst hin, spiele die Software auf, richte den ein. Und dann ist das soweit fertig und quasi schon direkt nach dem Löten funktionsfähig. Und das machen wir jetzt auch. Dazu switche ich auf meinen Bildschirm und wir schauen uns das einfach kurz zusammen an. Ist wirklich easy zu machen. Und ja, bis gleich. So, Schritt Nummer 1 ist,
Man schließt seinen kleinen Mikrocontroller über ein USB-Kabel an seinen Mac oder an seinen PC an, damit das schon mal vorbereitet ist. Als zweites braucht man eine Software, die es ermöglicht, die WLED-Software auf diesen kleinen Mikrocontroller drauf zu flashen. Da ich einen Mac benutze, ist das Ganze nicht so einfach, aber es gibt zum Glück was. Und zwar den Node MCU PY Flasher. Den gibt es sowohl für macOS als auch für Windows. Das heißt, wenn ihr diese Anleitung verfolgt, könnt ihr, egal mit welchem System ihr unterwegs seid, ihr könnt es 1:1 nachmachen. Wunderbar. Ladet euch die entsprechende Version runter, installiert sie und das wäre Schritt Nummer 1. Und als Schritt Nummer 2 holen wir uns die WLED-Software. Da ist es auch ganz, ganz einfach. Es gibt hier immer die aktuellen Versionen. Wir benötigen in dem Fall die WLED 0120 ESP8266-Pin. Ne? Klar, wir haben einen ESP8266 als Mikrocontroller, also nehmen wir auch diese Software. Die ladet ihr euch auch runter, liegt dann irgendwo im Download-Verzeichnis rum, brauchen wir gleich. So, wenn ihr dann den Node MCU Flasher installiert habt, dann startet den und wartet, bis er angeht. Das ist leider immer ein bisschen träge hier. So, jetzt. Und als erstes sucht ihr euch euren Mikrocontroller aus. Der hängt ja an USB, also es ist so ein USB zu Serial-Emulation. Und da kann man hier einfach das Dropdown aufklappen und dann sieht man hier auch schon USB zu Serial. Drückt da drauf, schon habt ihr die Verbindung mit dem quasi oder eurem Flasher gesagt, was ist euer Mikrocontroller. Dann braucht ihr die Software dazu, also die WLED-Firmware. Da liegt sie im Download-Ordner bei mir, öffnen und das war es auch schon. Im Prinzip jetzt einfach nur noch auf Flash drücken und ihr seht, fängt hier fleißig an zu blinken. Und die Firmware wird auf den Mikrocontroller geschrieben. Im Prinzip war es das auch schon. Mehr müssen wir gar nicht machen. Der Rest läuft dann nämlich alles hier drauf ab, ohne jegliche andere Software. Und das schauen wir uns dann genau an, wenn hier der Upload fertig ist. So, der Upload ist jetzt beendet. Und prinzipiell läuft hier jetzt schon WLED völlig autark. Also wir brauchen hier keine Software mehr und gar nichts mehr. Es ist alles hier drauf und funktioniert jetzt schon. Jetzt muss das Ganze natürlich konfiguriert werden. Und dazu ist das Erste, was die WLED-Software auf eurem Mikrocontroller macht, sie öffnet ein WLAN. Auf dieses WLAN könnt ihr mit eurem Mac, mit eurem PC, mit eurem Laptop, wenn er eine WLAN-Anbindung hat, direkt zugreifen und es konfigurieren. Da ich nicht weiß oder da wahrscheinlich nicht jeder WLAN an seinem Rechner haben wird, machen wir das jetzt übers Handy. Ich switch dazu auf den Handybildschirm. Wir sehen uns gleich wieder. So, nachdem wir WLED jetzt auf unserem kleinen Mikrocontroller installiert haben, öffnet er, wie gesagt, automatisch ein WLAN. Darüber können wir über unser Handy zugreifen und können den Mikrocontroller oder WLED besser gesagt konfigurieren. Wir gehen also in unsere WLAN-Einstellungen rein. Und sehen hier schon, da ist die WLED ab vorhanden. Also verbinden wir uns damit. Das geht auch relativ zügig, hat er gemacht. Und durch nochmal einen Druck kommen wir direkt auf die Webseite von WLED. Das heißt, was ihr jetzt hier auf dem Handy seht, kommt direkt von dem Mikrocontroller. Und das Erste, was wir machen, ist auch das Wichtigste, sind die Wi-Fi-Einstellungen. Und da müssen wir jetzt einfach die Daten von unserem Heimnetz eingeben. Also von eurem WLAN, das ihr zu Hause habt, damit der Mikrocontroller sich in euer WLAN anmelden kann und ihr den dann ganz normal über euer WLAN auch steuern könnt. Ich werde das mal schnell tun. So, wenn ihr eure Daten eingegeben habt, könnt ihr jetzt zum Beispiel noch eine statische IP eingeben. Muss man nicht tun, die Fritzbox vergibt das automatisch. Ich mache es in meinem Fall, weil ich für meine Hausautomationsgeschichten einfach bestimmte IP-Bereiche nutze. Ich gebe das mal kurz ein, wir hören uns dann gleich wieder. So, soweit, so gut. Jetzt könnt ihr eurem WLED-Server, nenne ich es mal, noch einen Namen geben. Das heißt, ihr müsst ihn dann im Browser nicht unter der IP, die ihm zugewiesen wird oder die ihr euch statisch festgelegt habt, suchen,
sondern ihr könnt ihn unter eurem festgelegten Namen finden, wenn ihr einfach eingebt http://name eures WLED-Geräts, den ihr jetzt hier wählt, .lokal. Ich nenne ihn einfach mal WLED minus Kellerwand. So, und das war es im Prinzip schon. Hier braucht man erstmal überhaupt nicht mehr machen. Man kann, muss man aber nicht. Ihr drückt einfach auf Save und Connect. Und das war's. Jetzt startet quasi der Mikrocontroller einmal neu. Und WLED versucht sich jetzt mit eurem WLAN zu verbinden, das ihr jetzt hier konfiguriert habt. Ja, das heißt, ich verbinde mich auch wieder mit meinem WLAN. Ihr seht auch, das eigene WLAN-Netzwerk hat er jetzt deaktiviert, ist nicht mehr verfügbar. Und im Prinzip war es das jetzt auch schon. Er hat sich jetzt, wenn alles richtig gelaufen ist, mit meinem WLAN verbunden. Und wir können jetzt ganz normal über unser Computer drauf zugreifen und das machen wir auch gleich. Bis gleich. So, nachdem wir die Konfiguration soweit abgeschlossen haben, können wir eigentlich zurück an unseren Desktop. Nur als kleiner Tipp für die, die gern mit dem Handy arbeiten, die WLED-Software gibt es auch im Android und im App Store von Apple. Alles kein Problem, ich mag nur die Tipperei auf dem Handy nicht, deswegen mache ich es über den Browser. Und jetzt ist das folgendermaßen, ihr öffnet einen Internetbrowser und könnt über den Namen, den ihr vorhin bei der Konfiguration angegeben habt, direkt auf euren kleinen Mikrocontroller zugreifen. In meinem Fall war das http://wled-kellerwand.lokal. Und wenn ich da jetzt auf Enter drücke, seht ihr schon, dann verbindet er sich direkt mit meinem Mikrocontroller und ich bin auf der Oberfläche. Wäre da jetzt schon eine LED-Streifen angeschlossen, könnte man hier loslegen. Aber wir sind ja noch nicht so weit. Alternativ, wenn das mit dem Namen nicht funktioniert oder ihr keinen Namen vergeben habt oder was auch immer, macht ihr es über die IP-Adresse, geht genauso. In meinem Fall habe ich die 251 vergeben, da ist er. Wenn ihr keine feste IP-Adresse vergeben habt, dann schaut einfach in eurem Router nach, in eurem Internet-Router, was der WLED für eine IP-Adresse bekommen habt. Das kriegt er raus. Da will ich jetzt nicht unbedingt noch zeigen, wie es geht. Ich denke, das kriegt jeder hin. So, was ich immer jetzt noch zuerst tue, ist ganz kurz den LED-Streifen, den ich später anschließe, mal vorzukonfigurieren. Dann kann ich nämlich nachher am Tisch, wenn Spannung dran ist, gleich löten lassen. Und zwar habe ich einen LED-Streifen mit 300 LEDs. Steht schon drin. Und das Netzteil, das ich verwende, ist auf 8 Ampere beschränkt. Das ist wichtig, damit da einfach nicht übermäßig Strom gezogen wird. Ist einfach eine Schutzfunktion, habe ich auf 8 Ampere beschränkt, passt. Das speichere ich ab und kann im Prinzip auch aus dem Browser jetzt wieder raus. Ich lasse jetzt einfach mal hier das offen, weil wir gehen jetzt direkt ans Zusammenbauen. Bis gleich. Im Prinzip ist die Anschließerei überhaupt nicht kompliziert. Ihr habt euren LED-Streifen auf der Rolle und hab da in meinem Fall 5 Kabel dran und zwar hier einmal rot, grün, weiß. Das heißt einfach auf rot ist dann die plus 5 Volt, das grüne ist die Steuerleitung und das weiße ist der Minus. Dann habt ihr manchmal, nicht immer, habt ihr noch 2 extra Kabel, rot und weiß und das ist dann einfach nochmal die Spannungsversorgung, also 5 Volt und Minus. Das ist so, dass ich gerne, weil die sind auch ein bisschen dicker, also die Hauptspannungsversorgung, die nachher den Strom liefert, um die LEDs zu betreiben, läuft bei mir über diese 2 Kabel, rot und weiß. Und dadurch ist auch automatisch hier schon Spannung drauf, ne? Das ist einfach parallel angeschlossen. Und die grüne dann wird direkt mit dem Mikrocontroller verbunden. Und mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Das heißt, wir holen aus unserem Netzteil nachher die 5 Volt Seite, haben hier schwarz und rot, schließen den roten auf rot an, den schwarzen auf weiß an, dann ist der komplette Streifen mit Spannung versorgt. Gleichzeitig kriegt dann nochmal der Mikrocontroller von hier Spannung, das heißt noch ein Kabel von rot an plus 5 Volt Eingang vom Mikrocontroller und nochmal ein Kabel von schwarz an den Ground-Eingang vom Mikrocontroller und dann noch ein Kabel vom Mikrocontroller hier an den grünen. Wie gesagt, alles kein Hexenwerk, wir machen das jetzt auch schnell zusammen und ja, sehen uns gleich wieder.
ihr sehen könnt, ist das Ganze jetzt auch schon verlötet. Das ist nicht schön, aber selten. Und zwar habe ich einfach für den Plus den Braun genommen, für den Minus den Blauen und den Grün-Gelben habe ich für die Datenleitung genommen. Ja, ich weiß, nicht meckern, aber die Kabel waren halt da. Warum soll ich das nicht benutzen, wenn es schon rumliegt? So, der nächste Schritt ist, dass wir das jetzt einfach mit unserer Spannungsversorgung anschließen. Ich mache das bei mir in dem Fall mit Vakuoklemm. Seht ihr jetzt einfach gleich wie. Achso, noch ganz wichtig, ihr müsst den D4 nehmen. Ne? Also ihr schließt 5 Volt an, ihr schließt Ground an, das ist das G. Und ihr schließt die Datenleitung, in meinem Fall den grün-gelben, auf den Pin D4. Also genau die drei nebeneinander hier, falls ihr das gleiche Modul verwendet wie ich. So, jetzt verkabeln wir das Ganze und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar knipse ich mir das mal dazu hier ab. So, weil die Stecker brauche ich nicht. Ich mache das ja direkt. Dann können wir die hier ein bisschen auseinanderziehen, die Adern. Und ich isoliere mir mal vorne den Plus, den Minus und das Datenkabel ab. Ich mache das bei mir, wie gesagt, mit Vakuoklemm. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr welche nehmt, die für flexible Kabel gemacht sind. Also hier kann ich sowohl flexible als auch starre reinstecken, weil es gibt auch welche, wo man die Kabel so reindrücken muss. Das geht natürlich hier mit den flexiblen Adern nicht. So, die mache ich mal auf. Isoliere mir noch die Seite ab, die wir gerade an den Mikrocontroller gelötet haben. So, und jetzt ist es ganz einfach. Am Mikrocontroller haben wir ja den Gelb-Grün an D4 gelötet. Das ist ja wie gesagt unser Datenpin. Den stecken wir einfach hier in die Vakuoklemme, machen sie zu und verbinden den mit dem Grünen vom LED-Streifen, was in dem Fall ja auch unser Datenpin ist. Hoppala, das geht natürlich jetzt gerade wieder hervorragend. Na komm. Zack, verbunden. Dann haben wir einmal den 5 Volt, den wir am Mikrocontroller angelötet haben. Das ist der braune in dem Fall. Den verbinden wir mit den 5 Volt vom LED-Streifen. Und natürlich hoppala, mit dem 5 Volt Ausgang von unserem Netzteil. Na, also ich habe jetzt 5 Volt Ausgang vom Netzteil, der rote. Der geht jetzt einmal direkt auf den LED-Streifen drauf. Und einmal muss er ja unseren Mikrocontroller mit 5 Volt Spannung versorgen. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Minus. Der kommt einmal in die Vakuoklemme. Dann einmal an den LED-Streifen. Und logischerweise einmal auch braucht er natürlich von der Spannungsversorgung. So, und das war es im Prinzip schon. Jetzt kann ich auf der anderen Seite die 230 Volt Versorgung anschließen am Netzteil. Und dazu habe ich ja, jetzt muss ich euch mal kurz drehen, jetzt machen wir das mal ein bisschen unorthodox heute. So, und dazu brauche ich ja auch einmal den N. Und einmal brauche ich dazu die Phase. So, und ihr seht, ich war böse. Bei mir war natürlich schon Spannung drauf. Aber was soll's. Aber ihr seht auch, es leuchtet schon. Im Prinzip war das schon das ganze Hexenwerk. Das funktioniert jetzt. Das kann man jetzt auch über die App fernbedienen. Das schauen wir uns nachher an. Aber das war's schon. Ne? Also ich wiederhole es gerade nochmal, wir haben ja auf einer Seite vom Netzteil die 230 Volt Versorgung. Da müsst ihr halt irgendein Kabel anschließen, was nachher in die Steckdose kommt oder macht es wie ich, direkt irgendwo anschließen, ist egal, ihr braucht einmal 230 Volt. Wer damit bastelt, wird wissen, was er tut. Ich gehe mal davon aus, brauche ich nicht viel zu erzählen. Und auf der anderen Seite, ich mache gerade mal hier das Band hier auf. Dann sieht man das vielleicht auch ein bisschen besser. Und auf der anderen Seite hat man dann einmal 5 Volt Plus und den Minus dazu. Der wird angeschlossen mit dem LED-Streifen
und einmal angeschlossen an den 5 Volt Eingang vom Mikrocontroller. Und dann habt ihr den Minus, der wird auch angeschlossen auf den Ground, also auf das G beim Mikrocontroller und mit dem LED-Streifen. Und dann habt ihr noch den grünen Leitung vom LED-Streifen und die wird an den D4-Pin angeschlossen und das war's. Theoretisch könnten wir jetzt, wie gesagt, schon Farben ändern und rumspielen, das schauen wir uns aber dann nachher gleich an. Ich verkabel das jetzt hier erst bei mir mal richtig, wie es sein soll und dann spielen wir rum. Bis gleich. So, ich habe den LED-Streifen jetzt einfach mal auf dem Tisch hier ausgerollt, damit ihr das auch ein bisschen seht, wenn was passiert. Und habe mich jetzt entschieden, das doch mal übers Handy kurz zu machen. Über den Browser habt ihr ja schon gesehen. Und es ist jetzt ganz einfach. Wir haben ja alles angeschlossen, Spannung drauf gegeben. Es hat auch sofort angefangen zu leuchten. Und jetzt geht er einfach in den Play Store oder in den App Store von Apple und sucht nach WLED. Ja, da gibt es auch nur das eine WLED. Seht ihr hier? Das könnt ihr installieren. In meinem Fall öffne ich es direkt, weil ich habe es schon installiert. Über das Plus oben rechts könnt ihr jetzt einen neuen WLED-Controller hinzufügen. Es geht auch ganz einfach, ihr könnt es über die IP machen oder über die URL, also den Namen, den wir uns am Anfang ausgesucht haben. Ich mache es jetzt in dem Fall über die IP-Adresse und 251 war das bei mir und dann kann man hier noch einen Namen angeben, das heißt einfach nur ein Name, wie der dann später in der App heißt. Danach einfach hier auf das Häkchen klicken und das seht ihr schon, da ist er schon. Test habe ich gerade angelegt, der ist momentan auch an und jetzt kann die Spielerei schon losgehen. Also ich könnte ihn hier direkt über den Startscreen schon ausschalten, ihr seht es im Hintergrund, einschalten. Ich kann aber auch reingehen und könnte jetzt hier einfach mal lustig die Farben ändern. Ja. Also ihr seht, es funktioniert jetzt schon komplett. Ich kann die Helligkeit ändern von dunkel nach hell. Ich kann, wo haben wir es denn? Hier unten schon mal die vorgefertigten Paletten auswählen. Ich kann, was wollte ich euch zeigen? Genau, Effekte. Hier unten haben wir ein Button, der heißt Effekte. Und da könnt ihr jetzt euch die ganzen Effekte mal reinziehen und laufen lassen. Ne? Das ist also wirklich lustig. Und da gibt es viele, viele, viele Effekte. Da kann man sehr viel rumspielen. Man kann mit der App so brutal viel machen. Schon alleine hier in der Grundkonfiguration. Man kann aber auch eigene Effekte machen. Man kann den LED-Streifen in Segmente einteilen. Man kann mehrere LED-Streifen miteinander verbinden. Also WLED, da gibt es wirklich super Hilfe im Internet, da müsst ihr euch einfach mal umgucken, wie mächtig die Software ist. Gibt sehr viel zu tun, das wird jetzt auch den Rahmen sprengen, das Video wird sowieso schon sehr lange. Deswegen stoppe ich jetzt auch hier. Ihr habt es gesehen, es funktioniert, ihr habt jetzt Zugriff übers Handy. Und der nächste Schritt ist nun, wir möchten das bei uns in den I.O. Broker einbauen, damit wir dann Zugriff über Alexa und über unsere Hausautomation haben. Und das machen wir wiederum am Computer. Bis gleich. Ich möchte jetzt auch keinen I.O. Broker Lehrgang veranstalten. Ich gehe davon aus, dass jeder, der sich dafür interessiert, es in I.O. Broker einzubinden und dann nachher mit Alexa zu benutzen oder Siri oder was auch immer, weiß, was er tut. Wenn nicht, im Internet gibt es wirklich bombastisch viele gute Anleitungen. Da schlagt ihr euch schon durch. Wenn ihr Hilfe benötigt, auch gerne in die Kommentare mal fragen oder eine E-Mail schicken, ich helfe gerne. Aber jetzt gehe ich einfach davon aus, I.O. Broker läuft. Dann geht ihr einfach in eure Adapter, klickt auf die kleine Miezekatze und im Reiter von GitHub sucht ihr einfach nach WLED. Und da haben wir dann auch schon den WLED Adapter und den kann man hier über den Button installieren, einfach installieren. Ich habe das in meinem Fall schon gemacht, der ist schon hier in meiner Adapterliste drin. Ich kann das hier oben über Filter, kann ich mal danach suchen, dann geht es schneller. Und da ist er schon, WLED. Und nun kann ich über das kleine Plus hier rechts eine Instanz von diesem Adapter installieren. Das geht auch relativ zügig. Und das war's schon. Er springt danach direkt in den Adapter rein. Ich zeige euch aber trotzdem, wo er ist. Hier unter Instanzen findet ihr dann weiter unten den WLED-Adapter. WLED 0 hatte ich schon installiert für meinen Bürotisch. Da kommt auch nachher der LED-Streifen dran, den wir jetzt gerade machen. Ich wollte jetzt nur mal zeigen,
wie es von Anfang an geht. Deswegen habe ich hier jetzt einen zweiten installiert. Über diesen kleinen Schraubenschlüssel kann man dann in den Adapter rein. Und wie ihr seht, hat er jetzt bei mir in dem Fall automatisch schon beide LED-Streifen gefunden. Ich habe einmal den 250, das ist mein Bürotisch, und einmal den 251, das ist der LED-Streifen, den wir gerade gemacht haben. Sollte da nichts drin stehen, dann klickt hier oben einfach auf Add Device, gebt die IP-Adresse an, auf Hinzufügen und dann taucht er hier auf. Wenn Verbindung aufgebaut ist, ist das hier grün und dann funktioniert das Ganze auch schon. Ihr könnt auf Speichern und Schließen und das war's. Der Adapter startet nochmal neu. Und sobald hier wieder das kleine Licht hier grün leuchtet, seid ihr mit eurem WLED-Streifen verbunden und könnt ihn über den IO-Broker auch schon fernbedienen. Das Ganze findet ihr dann wiederum unter den Objekten. Da findet ihr dann den Adapter WLED und da ist einmal Tischbüro und der nur WLED heißt. Das ist der, den wir jetzt gerade zusammengelötet haben. Wenn man da öffnet, sieht man, dass ihr wirklich alle Einstellungen von WLED hier rüber steuern könnt. Also ist jetzt nicht nur so, dass ihr an, aus irgendeine Farbe einstellen, eine Helligkeit und ein bisschen einen Effekt, sondern ihr könnt wirklich komplett alles, was ihr über die App einstellen könnt, könnt ihr auch hier rüber steuern. Das mag am Anfang ein bisschen erschlagen, weil es sind brutal viele Befehle, aber meine Güte, ich meine, im Endeffekt, was macht man? Ich brauche an, aus, ich brauche Farbe ändern, ich brauche Helligkeit ändern und ich brauche eine Option, wo ich die Effekte aussuchen kann. Und das war es schon, also bei mir zumindest. Ich tue die Effekte in der WLED-App über den Browser konfigurieren und wähle die dann hier über den IO-Broker direkt aus. So, und leider muss ich jetzt hier abbrechen, weil das wird sonst wirklich viel zu lang, habe ich bemerkt. Das schaut sich ja dann am Schluss keiner mehr an. Ich denke mal, wer den LED-Streifen oder was auch immer an diesem WLED-Controller angeschlossen ist, im IO-Broker drin hat, der kommt dann auch weiter. Man kann ihn mit Alexa verbinden, man kann ihn mit Siri verbinden, man kann ihn über seine WIS, also seine Virtualisierung von der Hausautomation verbinden. Da gibt es dann unendlich viele Möglichkeiten und es gibt dazu wirklich im Internet super gute Anleitungen. Das sollte gar kein Problem sein. Gerne, wenn ihr euch dafür interessiert, haut es mir in die Kommentare rein. Können wir eventuell da nochmal drauf eingehen und da nochmal ein kurzes Video dazu machen, wie man das dann zum Beispiel für Alexa integriert. Ich habe halt in meinem Haus nur Amazon-Geräte rumstehen. Müsst ihr mal schauen, jetzt wäre es einfach zu viel. Dass es funktioniert, möchte ich aber kurz noch zeigen. Ich benutze gerade mal den LED-Streifen, den ich für meinen Bürotisch benutzt habe und schalte den aus. Ich habe das bei mir Büroambiente genannt, weil da hängen noch andere Lichter mit dran und das testen wir jetzt einfach mal. Alexa, schalte das Büroambiente aus. So, wie ihr seht, ist der LED-Streifen aus und die zwei Lampen da, die indirekte Beleuchtung da hinten oben über mir, sind auch ausgegangen. Alexa, schalte das Büroambiente an. Ja, so zum Beispiel kann man das machen. Ich kann auch über Sprache die Effekte ändern, ich kann die Farbe ändern, ich kann die Helligkeit ändern, funktioniert wunderbar. Und das ist nämlich genau die Geschichte fürs Garagentor. Wenn man das alles mal so weit vorbereitet hat, wo ich den LED-Streifen dann nachher hinklebe, ist ja egal. Wie gesagt, bei mir kommt da eine schöne Aluleiste mit einem Deckel drauf, der das Ganze diffus macht und sieht es nachher aus wie ein durchgehender Lichtstreifen. Ob man den jetzt über seine Garage klebt und er soll rot blinken, wenn das Tor aufgeht oder sonst wo, das ist im Prinzip wirklich egal. Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr die richtigen Streifen kauft. Ne? Ob der jetzt IP67, 65 ist, damit er Wasser- und Spritzwasser geschützt ist oder für einen Innenraum ist. Ja, da gibt es ja jegliche Varianten. Bei mir läuft das zum Beispiel auch noch über einen Bewegungsmelder. Ich habe das bei mir im Büro so gelöst. Ich habe ja diese kleine Aquara-Bewegungsmelder. Wenn ich bei mir die Bürotür öffne und reinlaufe, geht sofort die indirekte Beleuchtung an. Ne? Also unendlich viele Möglichkeiten, das zu verknüpfen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Da müsst ihr einfach ein bisschen kreativ sein. Und jeder, der LEDs liebt, der die Farben liebt, der das einfach mag, ja, der kann sich da so dermaßen austoben. Wirklich gut. Und auch zur Software WLED. Wirklich,
so viele Möglichkeiten. Da könnten wir alleinig nochmal 5 Videos drüber machen. Ja. Vielleicht machen wir das ja auch, wenn es jemand interessiert, immer gerne. Ich bin halt nicht der Oberlehrer, also ja, liegt mir einfach nicht. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Immer wieder gerne. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, wie immer, über jedes Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.